Wer eine schmackhafte Alternative zu einem gewöhnlichen Brötchen haben möchte, greift auch mal gern zu einer Laugenstange. Wie der Name sagt, werden die Teiglinge in eine Natronlauge getaucht. Das ist in Wasser gelöstes Natriumhydroxid und wirkt eigentlich selbst in verdünnter Form ätzend auf Haut oder Augen. Aber keine Sorge, beim Backprozess wird die Lauge umgewandelt und hat beim Verzehr keine schädigende Wirkung mehr. Im Haushalt wird Natronlauge außerdem als Abflussreiniger, in der Industrie zur Zellstoffgewinnung benutzt und in der Schweiz, tja, will man damit neue Weichen in der Energiewende stellen. In jeder Heizperiode wird es wieder deutlich. Die Energiewende steht erst am Anfang. Noch werden in der Schweiz rund 70% aller Privatwohnungen mit fossilen Brennstoffen beheizt. Denn gerade wenn es um das Heizen geht, gibt es mit erneuerbaren Energien Probleme. Im Winter ist Solarenergie nicht ausreichend verfügbar und Überkapazitäten aus dem Sommer lassen sich nicht speichern. In den Labors der EMPA in Dübendorf bei Zürich sind zwei Forscher der Lösung dieses Problems auf der Spur. Ihre Zutaten sind verblüffend schlicht. Wir benötigen Natronlauge. Und Wasser? Bringt man konzentrierte Natronlauge in Kontakt mit Wasser, kommt es zu einer Reaktion, bei der Energie frei wird, in Form von Wärme. Bis fast 50 Grad steigt die Temperatur der Lösung an. Benjamin Fumé und Robert Weber haben aus dieser Reaktion ein revolutionäres System entwickelt: eine Natronlaugenheizung. Die Anlage besteht aus zwei Einheiten. Auf dieser Seite haben wir Wasser, das wir verdampfen. Auf dieser Seite die Natronlauge. Der Wasserdampf wird von der Natronlauge absorbiert, Wärme entsteht und diese Wärme setzen wir ein, um das Gebäude zu heizen. Sobald geheizt werden soll, pumpen die Forscher Wasser in die Anlage. In der Anlage herrscht Unterdruck. So verdampft das Wasser schon bei einer Temperatur von etwas mehr als 10 Grad Celsius. Die Natronlauge fließt über ein zweites Spiralrohr abwärts und kommt mit dem Wasserdampf in Kontakt. Wasserdampf wird absorbiert von der Natronlauge und die Natronlauge wird warm. Durch die Mitte vom Rohr fließt das Heizungswasser, erwärmt sich und wird dann zur Gebäudeheizung geführt. So kommt es zu Heiztemperaturen von 40 Grad. Damit lassen sich problemlos moderne Niedrigtemperaturheizungen wie Boden- oder Wandheizungen betreiben. Durch eine Umkehrung des Prozesses lässt sich die Lauge wieder konzentrieren und beliebig oft als Wärmespeicher wiederverwenden. So entsteht ein echter Kreislauf. Die Energie, um das Wasser verdampfen zu lassen, gewinnen die Forscher zum Beispiel aus einer herkömmlichen Erdsonde. Die Energie für die Rückkonzentration kommt von der Sonne. Sobald genug Sonnenenergie vorhanden ist, kann die Natronlauge auf Vorrat wieder konzentriert werden. Ein geschlossenes System, das fast nur mit Sonnenenergie auskommt. Beim Schweizer Bundesamt für Energie ist man auf der Suche nach emissionsfreien und nachhaltigen Heiztechnologien für die Zukunft. Andreas Eckmanns ist zuständig für die Förderung zukunftsträchtiger Energieprojekte. Dazu zählt auch das System der EMPA. Denn gerade die Wiederverwendbarkeit der Natronlauge bietet ein großes Potenzial. Das Besondere daran ist, dass man eigentlich erstmal Solarwärme, die im Sommer produziert wird, im Winter zum Heizen verwenden kann. Das heißt, es wird möglich, mit Solarthermie auch ein ganzjährig ein Gebäude zu heizen oder eben Wärme bereitzustellen. Auf dem Gelände der EMPA arbeiten die Wissenschaftler bereits an einer größeren Testanlage mit einer Kapazität, die zur Beheizung eines Einfamilienhauses nötig wäre. Die Anlage ist mit Solarenergie, Warmwasserspeichern und Natronlaugentanks bestückt. Für ein Einfamilienhaus gehen wir davon aus, dass 5 bis 10 Kubik Natronlauge und Wasser ausreicht. Und zwar für ein gesamtes Jahr. Im Sommer wird die Natronlauge geladen.
gespeichert in den Winter und im Winter wird bei Bedarf wieder Wasser verdampft, absorbiert und Wärme von der Natronlauge dem Gebäude zur Verfügung gestellt. Die Forscher sind von der Alltagstauglichkeit ihres Systems überzeugt, auch was die Sicherheit betrifft. Für den Anwender besteht keine Gefahr, denn es ist ein geschlossenes System. Tank in Tank, wie auch üblich bei den Erdöltanks. Für die Experten vom Bundesamt für Energie ist das Konzept der EMPA-Forscher vielversprechend. Denn es könnte echte Entlastung bringen, in vielen Bereichen. Der Einsatzbereich ist sehr breit. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, eine Vielzahl von Gebäuden kommen dafür in Frage. Und zwar sowohl neugebaute als auch bestehende. Die Natronlaugenheizung könnte in Zukunft also eine echte Alternative zu fossilen Heizsystemen bieten. Und so vielleicht einen weiteren Impuls zur dringend notwendigen Energiewende liefern.